eine Million. Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich möchte mal mit Fritz 14 was nachprüfen, und zwar die Eröffnung der Partie Elite gegen Mephisto Glasgow. Auf Daueranalyse, habe ich schon noch Daueranalyse oder muss ich noch auf Daueranalyse machen hier? Mal gucken, D4. Es war nicht mehr Daueranalyse. Okay, da muss ich jetzt Daueranalyse machen. Ich habe Daueranalyse wohl wieder deaktiviert. So, D5. Überschreiben. Dann hier mal Buch nehmen. Springer F3. Ich würde tatsächlich, wenn ich nur in der Mannschaft spielen würde, da wo Fragezeichen steht, würde ich tatsächlich mal eventuell mal hingucken. Weil das sind dann auch Varianten, die andere wohl nicht eingehen. Aber was heißt davon, wenn ich da eine Crap-Variante habe? Springer C6, das Fragezeichen heißt nur, er spielt es nicht. Das ist das Fragezeichen. C4 ist doch hier Buchos. Dann kommt hier Läufer G4, ist auch noch Buch. Dann ist hier D5 schlägt. Läufer schlägt. C6 schlägt. Läufer schlägt. Ich möchte mal sehen, ob die Variante, wie die Variante denn weitergeht. Das muss doch irgendwie jetzt einen aktuelleren Stand der Theorie geben darüber. E5, dass das Ganze doch jetzt mal, ja, sagen wir mal, aktualisiert wurde. Hier sind ja ganz viele Züge. Dame D4 Fragezeichen, haben wir es ja schon. Das heißt, der Elite spielte schon einen Fragezeichenzug. Also der wird gar nicht mehr gemacht. Dame D4 Fragezeichen. Läufer C5, Dame G4, Springer E5 schlägt, Dame G7 schlägt, es geht sogar noch schlechter mit Dame F5, Läufer F2 Schach, das hatten wir auch alles in der Partie, König F2, Dame D4 Schach, König G3, große Rochade. Und er macht hier Läufer G5. Oder E3. E3, das haben die ja gespielt, die Elites. Deswegen mache ich mal Läufer G5, mein Alternativzug. Turm HG8, nicht Turm DG8. Dame F6 oder Dame H6. Mit Dame F6 hatte der Elite F auch was. Und Turm D6 oder Springer F3 schlägt. Der Springer F3 steht, das war so ein Zug, den hatte der Glasgow auch zwischenzeitlich drauf. Turm D6 würde ich doch mal eher sagen. Dame F4. Turm G5 schlägt Schach. Dame G5 schlägt. Turm G6. So, hier ist Ende im Gelände. Also die Dame ist... Ich weiß ja, warum zeigt er minus 0,49 an, wo doch die Dame weg ist? Hat er so viel Material gegeben? Das ist auf jeden Fall Theorie. Ende. Turm HG8. Jetzt machen wir mal Dame. Was haben wir gerade? Dame H6 oder da? Ich glaube, Dame F6 hatten wir gerade. Neue Variante meinetwegen. Turm D6. Dame H4. Und hier ist Theorie zu Ende. Er zeigt jetzt an. Turm G5 schlägt Schach. Dame C5. Aber alles im 0-Komma-Bereich. Also scheint es irritierenderweise gar nicht so schlecht zu sein, aber der Fehler ist hier wohl, gehen wir mal auf Partieformular bzw. auf Notation. Dame D4 scheint wohl schon der Fehler zu sein. Aber interessanterweise geht es noch schlechter. Dame die Fischer, König G3, Groß Rochade, Läufer G5. Das war ja auf Dame G4, Springer E5 schlägt. Buchos. Neue Variante, sogar noch schlechter, Dame H4 Schach, G3, Dame D4, droht jetzt hier wieder das Schach, E3, Springer F3 schlägt Schach, Dame F3 schlägt, Dame C3 schlägt Schach, und dann, er muss ja zurücknehmen und dann fällt er mit Schach, dann ist das ein klarer Vorteil für Schwarz.
Wie ging es denn normalerweise weiter? Also Dame D4 Scrap. Normal wäre zum Beispiel E4. Eine einzige Partie, E4. Okay. Ich frage mich, wo da dann die anderen Züge her hat, wenn doch sowieso nur E4 drin ist. Läufer B4, Dame B3, Dame H4 Schach, G3, Dame E7, Läufer E2, Springer nimmt, Läufer F4, Springer G6, Rochade, Springer F4, Bauer F4, Turm D8. Macht dann nicht Turm D8 schlägt. Springer D5, damit C5 Schach, der will ja nicht die Figur verlieren. König B1 Buch Ende. Also es ist wirklich schon Dame D4 schlägt, ist wirklich schon der Fehler. Irritiert ist nur so ein bisschen, dass hier bei Buch diese Alternativen angegeben werden. Er hat sie aber gar nicht drin. Einen einzigen Zug hat er drin. Also Dame schlägt ist hier schon falsch. Das heißt, der Elite hat eine schlechte Variante im Buch. Der hat ja auch alle drei Partien verloren. Selbst der Elite 11 mit 176 MHz, der hat dann auf große Rochade Dame F6 gezogen. Der kam dann ein bisschen glimpflicher davon. Aber das sieht man mal. Das sind halt Varianten. Man kann halt, wenn man hier 20.000 Züge an Positionen eingibt, dann kann man nicht überall mit der Lupe drauf gucken. Das würde heutzutage wohl mit dem Computer gemacht werden. Könnt ihr mir vorstellen, dass es Computerprogramme gibt, denen man quasi Züge eingibt und dann, ich gehe mal davon aus, wir machen das so, die heutigen Supergroßmeister und so, die geben dann die Varianten ein, die in der Theorie erarbeitet haben und lassen das über Nacht rechnen, um dann zu sehen, was der Rechner davon hält. Vielleicht um neue Ideen zu bekommen. Aber wie gesagt, es gibt immer mal Varianten, die veraltet sind. Und das rächt sich dann, wie dieses Dame D4. Aber interessant, dass der Glasgow das 84 schon im Buch gehabt hat. Dass der Fidelity, man kann da 89 oder wann, das immer noch nicht ausgeglichen hat, aber man kann auch nicht alles wissen. So, ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.